Konntet ihr euch ein bisschen vorbereiten? Habt ihr Ideen sammeln können? Du hast immer gute Ideen, fang doch du mal an. Ich weiß nicht, da könnte man das vielleicht... Ja, das wäre schon interessant. Das machen wir unbedingt. Hast du wirklich die Idee mit dem Halbleitermuseum? Weil ich hatte noch die Idee irgendwie mit einer Deponie oder einer... Weißt du, irgendwie Soul ist groß. Irgendwo muss ja der Müll oder das Abwasser hin. Also ich wäre nie auf die Idee gekommen, aber ja. Abwasser ist unfassbar interessant tatsächlich. Ja, aber du musst uns dann erklären, wie es funktioniert, sonst verstehen wir es ja nicht. Ja. Das spielt mir eigentlich keine Rolle. Und du willst einfach schauen, wie... Es ist so oder so, es ist jedes für sich genommen, ist schon interessant. Es ist einfach quasi... Das ist das also Zeug, das in etwa funktioniert. Aber so, das ist halt die Bevölkerung, ist so viel größer und so viel dichter. Ich kenne jemanden, der arbeitet in einer Kläranlage. Der könnte es auch in der Schweiz uns zeigen. Wir könnten aber die Abfallentsorgung. Es ist die Schweizer Systeme, kenne ich ja. Das ist nicht das Thema. Also die Werft wäre natürlich super. Die Werft die wäre auch gut. Oder? 19살 친구한테는 지루할 수 있죠. 그런데 굳이 왜 가요? 그런 거죠. Auf alle Fälle, schreibt noch auf, wir wollen die größte Trommel der Welt besuchen gehen, weil die ist in Korea. Was, die größte Trommel der Welt? Die größte Trommel der Welt ist in Korea und da gehen wir. Und eben Chilisauce. Das machen wir auch am Schluss. Das machen wir am Aber du weißt, dass dort das Schaf anders scharf ist als hier. Beziehungsweise weiß ich, wenn du jetzt mal auf Google gehst und das in die Retro Games, Soul Bar, irgend sowas eingibst, dann wirst du fündig werden. Also Chan Go Ka, schreibe ich mal. Größte Trommel der Welt. Ich habe eine super Information. Ich habe nämlich den ChatGPT extra runtergeladen. ChatGPT, ich zeig's dir mal. Ja, eine künstliche Intelligenz. Du kannst, also zum Beispiel, wie sagt man auf Koreanisch höflich guten Abend im Fernsehen? auf Koreanisch kann man höflich guten Abend folgendermaßen ausdrücken. Annyeong Hasimnika. Das ist eine sehr höfliche und formelle Art, guten Abend auf Koreanisch auszudrücken. Wie spricht man das richtig aus? Annyeong Hasimnika. Annyeong Hasimnika. Sport nach hier. Ja, ich will. Was kann man sonst noch mit dieser Koreareise? Wengerang, Busan gang. Also was MG, MG. Konzert bringt koreanische Eltern in Verzweiflung. Welches K-Pop oder welches Konzert bringt koreanische Eltern in? Ist der Food Market, gibt es einen Plattenladen in? Kremon, ich habe GPT랑 대화하는 게 되게 재밌는 거 아니야? Also, wenn ihr Fragen habt, ihr könnt auch jederzeit Fragen stellen. Okay. Okay, das ist gut. Ja, wir haben schon wahrscheinlich schon Fragen, oder? Vielleicht. Fangen wir. Oder vielleicht, das war ein Freipass. Nein, aber vielleicht, was ganz interessant wäre, zu wissen, ob es eben vielleicht so ein spezielles... Aber ich frage vielleicht trotzdem die Regie, ob es auch Tiere gibt in den Bambuswäldern, die wir hier nicht kennen. Und auch keine Hirsche. Und Frühstück teilweise dann... okay, und essen dann Suppe und Reis. Am Essen Koreaner? Um welche Zeit so mal? Es gibt übrigens, das wollte ich auch noch fragen, es gibt so gesünderen Reis. Ja. Okay. Wir sollten fast Reisfeld noch auf die Aktivitäten schreiben. Sie kriegen den auch. Ich trenne mich nur sehr ungern. Ich weiß, es wird unangenehm. Also jetzt abgesehen, wir wissen schon manche Sachen, die wir vielleicht noch nicht... Es gibt ja so Dinge, wo was man sagt, wieso denkt niemand daran, das wäre so gut, wieso will das keiner, wieso kennt das keiner? Wir glauben, dass viele
dafür besorgt sein wird. Wir glauben, dass Philipp dafür besorgt sein wird. Oh! Genau. Oh! Also dann können wir die andere Frage beantworten. Wir wollen Philipp, glaube ich, am letzten Tag sehen. Nee, doch. Also. Ja, gut, zugegeben. Ja. Ja. Weiss der Bescheid. Wir sehen es. Okay. Ja. Ja, okay. Ja, gut. Nicht genug getrunken. Perfekt, perfekt. Also Kaffeetrommel. Ja.전날 저렇게 피아노 연주를 와. 그냥 음악 다 기본적으로 하네요. Also, es ist jetzt Freitagabend. Und zwar Freitagabend 10:30. Ich muss noch packen. Das sollte eigentlich nicht allzu lange dauern. Jetzt ist es so, dass Philipp mal gesagt hat, dass in Korea die Leute grundsätzlich immer ein wenig besser angezogen sind, sich besser kleiden ein wenig. 굉장히 느긋해요. Ich gebe mir Mühe, ich versuch's. Ich nehme an, Unterwäsche will niemand sehen, ich werde ihr auch nicht zeigen, wenn ich sie verpacke. Jetzt in Zürich am Flughafen. Früh am Morgen. Um, ich glaube, 4 Uhr irgendetwas. Und jetzt gehen wir zum Check-in. Dann bis später. Bis später. Bis später. Wolltest du Klappen mal machen? Wir sind im Flugzeug, alle nebeneinander. Ja. Sehr gut. Ja. Das ist das Atomkraftwerk. Ja,자, 이제 넘어옵니다. 와, 드디어. 마중 나갔네. 아, 마중 나오셨구나. 커피 한 잔 할래요? 커피 한 잔 할래요? 한 시간 넘게. 아이고. 그대 나와 갔나요? Also ich würde sagen, dann gehen wir doch jetzt erstmal schauen, wo SIM-Karte. SIM-Karte, da brauchen wir Geld dazu. Also das haben wir. Du hast die Karte. Also wir brauchen Bargeld. Man kann vielleicht auch mit Dollar zahlen. Oder ich habe Dollar. Wir sonst können wir es auch probieren im 7-Eleven. Die haben meistens halt Marken. Oh, Kajan. Die Debian-Karte. Passt Joker passt euch. Ich brauche auch die Debian-Karte. Genau. Oh. Das weiß ich noch aus. Ja, wo der Rabung war, ja? Geirrt sind und keine einzige Bank hat. Bis auf die Straßenseite gegenüber. Sollen wir auch noch diese Buskarte kaufen? Die kann man auch hier kaufen. Diese. Ah,
아무래도 전화도 안 받아. 네. 안 받았어요. 야, 이러고 버스 타고 그냥 가버리면 야, 이거 또 빅잼이네요. They don't call, they don't answer. 3. Keine Schweizer. Ich bin jetzt YouTuber geworden. Ja. Reichweite ist nicht so. Hä? Reichweite ist. Aber gibt's nicht im Seville. Also. Ja, wollen wir ihn vielleicht gerade fragen? Was habt ihr gemacht im Flugzeug? Wo ist mein Flugzeug? Ja. Ja. Ja, schau mal da. Du solltest das gar nicht da sein, wenn ich es richtig verstanden habe. Das ist eigentlich. Ich glaube, der Mutter ist auch Tatsache. Ich weiß nicht mit wem. Aber egal. Das ist schon vor einer Minute gesagt. Wo geht es denn, wie ich bin? Wanderbau. Unterwegs. Hast du echt verstanden, was es geht? Es hat eine Überraschung gesehen, dass ich da bin. Aha, die Überraschung ist. Aha, die Überraschung ist. Das ist mein Mantel. Oh, 정말 찐가족이다. 진짜 찐가족이야. 진짜 찐가족이야. Das ist mein Mantel. Den hast du mir geschenkt. Wirklich? Ja. Das ist sonst was wichtig, oder? Eine Postkarte. Hallo. Was machst denn du? Wir gehen zum Morgenessen zusammen, das ist die Überraschung. Oh, nein, das ist sehr gut, ja. Nein. Ja, wenn wir ah, schön. Rettung, yes. Dann super. Gehen wir zum Informationsdesk. So, so. Ja, ich hab's gesehen, ich hab's gesehen. Jetzt ist die Frage, also wir nehmen einfach normale SIM-Karten, würde ich sagen. 5 Days. Wir sind ja bis Donnerstag, brauchen nicht mehr. Ah, 역시 이제 고민하는 거죠, 똑똑하니까. 그렇죠. Let's go. Hello. This is for the normal SIM card and this is for the eSIM. This is for the, it's not activated yet, it's a new one. What do we need as a normal? No Wi-Fi. No Wi-Fi. But Wi-Fi does work as well in the hotel or so? Wahrscheinlich liest Gregor den ganzen Vertrag durch. Jeden Punkt. Kleiner Fakt, wie der Mikrochip hergestellt wird. Wie wurde der Mikrochip hergestellt? Ja? Und das Gemeine ist, können Sie. Du musst den verbessern. Also, was das? Nee. Also den Mikrochip will ich nicht. Was? Platin? Platin-Mikrochip? Kein Fall. Also Frage Nummer 1. Ist es wirklich limitless Wi-Fi? Frage Nummer 2. Funktioniert das auch nachts? Nummer 3. Bei Nebel. Und wenn es regnet, geht die SIM-Karte auf. Sommerzeit. Ist abends Paris. Schaltige Nullinäher, schon mal. Schall Nullinäher, schon mal. Thank you. Have a nice day. Schon normale SIM-Karte. Ja. Jo, nein, komm mal. Aber am Samstag? Wo gehst du hin? Hier, oder? Hier. Zum Auto? Ja, ja, gut. Ja, wir wissen nicht, wohin. Doch. Danke, Gregor, fürs Helfen. Danke. Ja, bitte. Also mein Auto ist eine kleine Berühmtheit. Aber du weißt schon, was Audi parkiert ist, oder? Ganz also, genau. Ja, ist klar. So. Aber noch immer. Ich kann gedacht haben, dass wir natürlich jetzt so viele Koffer haben. Da müssen wir jetzt gucken, wie wir das schaffen. Das ist aber ein schickeres Auto. Wie heißt es, wo wir hingehen? Ich schau mal, ob ich das finde. 20 Minuten von hier. Da geben die Koreaner alle an, wie groß, wie viele Einwohner das Land und überhaupt Leute überall. Und wir fahren hier an so Brachland vorbei, wo nicht mal eine einzelne traurige Ziege. Das hat er immer, ja. Siehst du keine traurige Ziege? Nein, nichts. Nicht mal ein verrottetes Schaf oder so. Sehe ich einfach.
야, 스위스에는 이제 양이나 염소 많이 많이 보여. 아, 우리 코란이라도 한번 쓱 나왔다 들어가면 좋겠네. Hey, aber ist es normal, dass die Straßen so leer sind? Oh, schon mal haben wir doch mehr. In Seoul sind wir noch nicht. Wir gehen, das ist Incheon hier, das ist eine Insel vor Seoul. In Seoul, glaub mir, das wird nicht das Problem sein, dass die Straßen zu leer sind. Genau, muss ich nicht langweilig. Mach Stärz, ja? Oh, Luma Solar. Oh, ja, noch mal. Das ist ja jetzt bei uns gerade ein Thema. Sie wollen am Grimsel wollen Sie ja da eine Riesenanlage bauen. Sie könnten es auch auf die Hausdächer machen, aber das wollen Sie nicht. Das ist ja doof, wenn es brennt. Ja, nein, Hausdächer wäre schon gut, aber das Problem ist, dass da nicht die Elektrizitätswerke das Geld kriegen, sondern die Hausbesitzer. Ja. Es hält ja niemand die Hausbesitzer davon ab, so Elektrizitätswerk hin oder her. Ja, aber ich meine, jetzt ganz grundsätzlich hält mich als Hausbesitzer niemand davon ab, mir ein paar Panels aufs Dach. Das Problem ist, dass da nicht die Elektrizitätswerke das Geld kriegen, sondern die Hausbesitzer. Ja, doch, das Elektrizitätswerk kriegt mehr Geld als der Hausbesitzer. Ja, was ist, wenn du das gleich machen würdest, dann hättest du natürlich viel von Stromproblem schon gelöst. Also hier steht, da muss ich von der Autobahn runter.야, 이런 수시로 원래 처음 들어온 친구들이 렌트를 했을 갈 때 하는 수시죠. 마중을 왜 나오신 거예요? 식당에서 만나는 게 나을 뻔했어요. 그러니까. 이러면 택시 타고 갔을 때. 아이 두 마디 브리케이션 정글폴. Also eine Ausfahrt gibt's nicht. Wir fahren jetzt irgendwie rundherum. Es dauert noch mal 20 Minuten übrigens. Wirklich? Mhm. Ich glaube, jetzt fahren wir ganz noch mal rum. Hier? Ja. Dort vorne hat es einen Wegweiser. Da musst du nach rechts. Hier muss ich. Da nimmst du einfach die nächste Ausfahrt. Jetzt musst du wahrscheinlich. Ah ja. Musst du wieder links. Oh, 한국에 처음 오는데 지금 형이 알려주고 있어요. 역시 천재들 가끔 빈틈이 있어요. 맞아요, 맞아요. Da dürfen wir jetzt dir nicht helfen. 그러니까. Sehr gut, sehr gut. Da musst du selber durch. Also hier gehen wir nicht. Schauen wir mal, was passiert. Ja, genau. So genau. Könnt ihr vielleicht helfen? Genau. Tritt und Tritt. Hier sind wir. Oh, sie sind schon da. Ja, die sammeln Krebse. Ich glaube, das gibt auch in Norddeutschland, ist doch auch so, nicht? Da ist auch so flach. Und wenn dann die Ebbe kommt, da kannst du. Ah, du, irgendwo ist herupcho. Swissay, Badag obsinka. Kötze, kötze. Wahnsinn. Wie hat der Däne kam anstatt? Wahnsinn. Es wird ein bisschen wenig geraucht in dem Korea. Ja, wenn da ist der Strand, dann gehen wir dort runter, oder? Ja. Dann gehen wir dort runter, oder? Ja. Was ist denn los? Also. Du hast nicht besser wird. Ich dachte, das ist alles Wasser. Oder. Was ist. Ah, Muscheln. Ja, überall. Immer schön. Ja, Chef. Ja. Kannst du da mal schauen? Schau, eine riesige. Oh, ja. Ich weiß gar nicht, ob das erlaubt ist. In manchen Gegenden ist es verboten, die Muscheln zu fangen. Hey, Philipp. Hey, Philipp, bleib schnell da, jetzt müssen wir es erklären. Also, das ist schön, aber ich glaube, jetzt müssen wir unsere Challenge machen und dann zurückgehen und was essen, oder? Aber vielleicht müssen wir es noch erklären, weil sonst verstehen sie es nicht. Aber wollt ihr das jetzt
Ja, müssen wir hier machen. Ja, ich kann gar nicht hier. Ich kann aber ohne Problem. Du hast ein Sixpack, du tust gar nicht. Wir haben eine Liegestütze. Wie viele schaffst du? Challenge. Eine Liegestütze-Challenge, doch. Was habt ihr? Ich? Ja, alle vier natürlich. Also ich, viele Liegestütze, wie viele schaffst du? Stimmt. Mehr als du. Challenge accepted. Also. Ich habe gedacht, es wäre schön, meine Brüder in Korea zu sehen. Ja? Und jetzt müssen wir hier am Strand von zwei machen. Vier, und zwar gleich schnell im Tag. Hamburg ist unten. Das ist unten. Das ist unten. Oder was? Luca meine Anna. Dass Philipp bereit ist. 3, 2, 1. Eins. Kinderbrote, jetzt mal. 3. Oh mein Gott. 3. Gibt es einen Flug zurück für die, bitte? 4. 5. 6. 7. 8, 9. Ich habe keine Lust mehr. Mir ist es blöd. Ich kann es auch. 12, 14. Kura geht her. Feuer! 18. Bitte schnell! 22, 23, 24, wie viel hast du? 24. 22, 23, 24, wie viel hast du? 24. 25. Der Gegang ist ganz hart. Ich bin abschießt. 25. An der, an der. Pullung, an der. 24, 24, wie viel hast du? 23, 24, wie viel ist der? Ich hab's ja nicht. Ah, der. Ich hab's ja nicht. Ah, der. Ich Gratuliere. Wie viel hast du, Philipp? So viel wie du. Was mache ich eigentlich? Ich komme nach Korea, gehe an den Strand und mache Liegestütze. Einfach so. Lebensentscheid. Lebensentscheid. Du hast gesagt, du machst noch mal 20. Ich glaube, jetzt muss man die Leute fragen, ob es einen schnellen Flug für euch wieder nach Hause gibt. Bevor weiter solche Challenges kommen. Gut, also. Georg, du hast gewonnen. Ich wäre lieber auf den Berg hoch, als ich die Liegestütze. Hey, wir müssen mal realisieren, dass wir gerade in Korea sind. Oh, können wir jetzt essen? So, jetzt können wir was essen. Modu의 즐거움, MBC Everyone.